Hey, das gibt's nicht. Was steckt denn hier weg? Und währenddessen schießt der andere Bastard auf uns. Oh, Alter, ihr seid solche intriganten Arschgeigen. Oh mein Gott. Es ist doch ein Witz. Oh, die hat's voll zusammengefaltet. Na. Oh, den hat's voll zusammengefaltet. Was war da denn los? Oh, da ist er. Alter, diese Drecksäcke, jetzt sind sie tot. Nimm das Fleisch zu dich. Zu dir, nicht zu dich. So. Ist nicht dein Ernst. Alter, ihr blutet seine ganze Fischzucht voll. Widerlinge. Ey, da unser Aim. Lauter Feuerpfeile am Start. Okay, Freunde, wir sind back. Wir sind back. Da ist ein Hirsch. Schauen wir mal, ob der jetzt auch einen. Er war richtig schlecht, der Schuss. Ah, da ist noch einer. Das Witzige an den letzten Hirschen, für die, die es nicht mehr wissen, war ja, dass die einfach straight ins Wasser gerannt sind. Und da sterben sie auch. Also es ging ihnen nur darum, nicht von uns getötet zu werden. Aber ich glaube, der ist jetzt gerade auch ins Wasser gerannt. Ja. Ich hatte gehofft, dass dieser kleine Patch, es war ein wirklich kleiner Patch, das geregelt hat. Ich dachte, dass das ein Performance-Update gewesen wäre. Falls es eins war, Freunde, ist nicht aufgegangen. Hat nicht so ganz funktioniert. Diese Dreckschweine. Okay. Freunde, hier muss was passieren. Hier muss jetzt was passieren, und zwar schnell. Ich erhebe Anspruch. Jetzt kann ich hier nicht weiterbauen. Oh, Alter, ich will hier einen Zaun errichten und es lässt mich einfach nicht. Ja, Fra. Oh, es ist nervig, Freunde. Es geht wirklich in den.
Ich habe 52 verschissene Pfeile, Junge. Zwei und fucking 50. Ich mache mir jetzt da keinen Stress, weil der sowieso ein bisschen buggy war. Alter, wie es die zusammenstaucht. Okay, Freunde, bevor wir jetzt hier den Wall versuchen weiterzubauen und da irgendwie was zustande zu bekommen, ist es wirklich nicht gut. Es ist, also, das geht gar nicht so. Müssen wir hier schauen, wie wir jetzt hier überleben. Gut. Irgendwann, es wird der Tag kommen, Freunde, an dem Gold richtig was bringen wird. Das ist nämlich ein Unterschied, ne, zwischen den Schwertern. Irgendwann wird der Tag kommen, das verspreche ich euch. So, jetzt haben wir hier eine unfreiwillige Tür. Wunderbar. Das wird ins Nirgends führen. Ich muss das ja hier rüberziehen, Freunde. Das funktioniert leider noch schlechter, als ich es mir gewünscht habe. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich, wie das jetzt läuft. Ich bin nicht glücklich. Es ist ausgesprochen belastend, wie das läuft. Jetzt haben wir mal zumindest ein bisschen Ruhe. Das ist schon mal gut. Aber eigentlich wollte ich hier in der Folge jetzt, deswegen habe ich die ja nochmal gemacht, ohne dass irgendwie es neue Inhalte gibt. Aber eigentlich wollte ich hier ein bisschen was reißen. Auch was, ja, wollte ein bisschen was bauen, Freunde, wisst ihr? Ich muss sagen, dass ich bisher nicht sehr begeistert bin von dem, was wir hier zustande bekommen. Jetzt lass uns hier mal kurz, während es draußen scheiße ist, unsere Wände reparieren. Wenn das jetzt auch noch Holz kosten würde, dann hätten wir kein kleines Problem, sondern ein Riesenproblem. Was ich mich auch so ein bisschen frage, ist, wie regeln wir das? Ich meine, die greifen ja trotzdem den zweiten Stock an. Vielleicht haben wir ein zu großes Gebäude gebaut. War es das? Waren wir zu gierig? Also die Gier der Wikinger gepackt?
Ja, der Rest scheint hier stabil zu sein. Hast du was abbekommen? Du hast auch was abbekommen. Puff. Ist wieder repariert. Ihr kriegt mich hier nicht weg. Ich komm immer wieder. Das ist mein Valhalla, Freunde. Das ist mein Valhalla. Kann ich dermaßen am Arsch geratzen mit euren Überfällen. Ihr könnt natürlich auch ein... Da man es nicht verbinden kann, könnte man eine Art Schutzwall-Labyrinth bauen. Das könnte man probieren. Ich dachte, da draußen ist schon wieder jemand. Ja, da ist auch schon wieder jemand. Der Bogen weiterhin die stärkste Waffe im Spiel. Geisteskrank, was der für Damage drückt. So, schnell ins Haus. Müssen die Nacht überstehen. Ich weiß nicht, ob es der Sinn von diesem Survival-Mode auch ist, dass irgendwie immer mehr Gegner kommen, wisst ihr? Im Ding ist das ja, glaube ich, so. In The Forest ist es doch so, dass dann umso länger man auf dieser Insel überlebt, umso mehr Gegner kommen. Vielleicht soll das auch im Survival-Modus so sein. Weil jetzt gab es ja eine Zeit lang, wo die wirklich... Die sind ja im 2-Minuten-Takt gekommen. Und in was für Größen? Ich weiß leider gerade nicht, welche Pfeile ich habe. Keine Ahnung. Kein Dunst. Ich kann aber auch... Ich will's nicht droppen. Warum ist denn eigentlich auch... Jetzt geht dann bald gar nichts mehr. Warum ist denn auch Drop die einzige Möglichkeit? Warum kann man es nicht ausrüsten, Freunde? Warum kann ich sowas nicht ausrüsten? Okay, gerade hat das Spiel wieder so seine Problems. Pass mal auf, wir safen und quitten kurz. Starten nochmal... Freunde, jetzt muss ich das Ganze langsam auch mal ein bisschen kritischer betrachten. Ich meine, ich habe das Spiel auch sehr lange in Schutz genommen, weil ich finde, dass es großes Potenzial hat und sehr optisch sehr viel hergibt. Aber was natürlich nichts bringt, Freunde, wenn ihr Patches raushaut, die einfach nichts ändern. So, wofür war dieser Hotfix denn jetzt letztens? Ihr habt Rentier und Wölfe ins Spiel gebracht? Okay, nice. Geiler Gedanke. Hatte ich ja auch irgendwie so gewünscht. Die Performance der Wölfe ist gut, die ist in Ordnung. Natürlich immer noch ein bisschen holprig, wie bei den Bären, aber es geht. Die Performance der Rentiere ist scheiße. Um es freundlich zu sagen. Und jetzt kam Hotfix. Da schießt er schon wieder so ein Pfosten auf uns. Sag mal, vermehren die, wie vermehren sich die? Ah!
Ja, Junge, da ist halt mein Aim auch einfach ein bisschen krasser. Irgendwas läuft hier rum. Kommt schon der Nächste. Ich höre die ganze Zeit auch irgendwas rumtappeln. Das ist wahrscheinlich nur ein Rentier, aber trotzdem. Ist auch gerade nicht sehr nützlich. Ja, ja. Vielleicht gerade eben doch nicht. Einfach unsere Barrikade abgebrannt, gell? Boom! Monster Kill. Nice! So. Gold bringt uns leider gar nichts. So, haben wir jetzt kurz Zeit, hier was zu machen? Es wäre verteufelt schön. Also, jetzt mal kurz Obacht. Destroy mal kurz den Scheiß hier. Gut. Nachdem es ja offensichtlich nicht möglich ist, hier das so dran zu bauen, cheat ich jetzt einfach. Mach so. Es wird ja immer schlimmer. So. Keine Sorge, Freunde, ist alles noch sehr, ihr seht's. Es geht einfach nur darum, hier mal einen Schutzwall zu haben, so einen kleinen. So, am liebsten würde ich den noch hinbauen, aber wir haben leider kein Holz mehr. Es geht nur um diese Lücken, die Lücken, die sind halt da. Mein Gott, lasst sie da sein. Halb so wild. Bitte, geht es? Ja, es geht. Das Fundament wieder richten. Gut, wir müssen mit den grafischen Problemen dieses Spiels... Komm, mit rechts zuschlagen. Nein, mit rechts zuschlagen. Mit rechts zuschlagen. Du Dorfdepp, du blöd. Selbe Problem hier. Wir müssen mit diesen Fehlern klarkommen. Und wir können uns jetzt natürlich Folge für Folge drüber aufregen. Wie scheiße das doch ist, dass man auch keinen Boden ausheben kann. Aber bringt uns das am Ende was? Nein. Wollen wir das Spiel trotzdem genießen? Ja, freilich. Freilich wollen wir es genießen. Freilich. Freilich wollen wir das Ding auch rocken. Ich hatte auch mal überlegt, mal wieder Loki's Maze aufzunehmen. Bin ich immer noch so ein bisschen am struggeln, ob ich es machen soll. Ducken geht leider nicht, gell? Irgendwie. Zumindest das mal wieder safe. Das hier drunter ist halt fast zerstört, aber da komme ich einfach nicht hin. Wichtig ist jetzt mal, erstmal heilen wir uns bitte. Oh, ich Depp.
Oh, ich hab das hier brennen lassen. Oh, Odin, also... ganz so verschwenderisch muss es dann doch nicht sein.